in das erste Viertelfinale des Tages hier beim Qualifier Nummer 4 fürs Toll 2 in den Split. Schauen wir haben auf der roten Seite Fox Horse 5 und auf der blauen Accidentally Famous hier gezeichnet mit Oops. Genau, und wir sehen direkt auch von Oops den deutlich offensiveren Opener. Wir sehen hier Kex und Josh, die auf jeden Fall beide hier so ein bisschen runter zum Strand gehen, gucken, ob gecrossed wird, selber aber auch keine Anstalten machen, hier die Mine zu interrupten. Dementsprechend werden wir hier Sparda als allerersten Spieler auf der Mitte decken, auf der Keep. Knapp gefolgt von Truck und natürlich dem hier gerade hochportenden Venom, der sich auch sofort ein bisschen Präsenz hier auf der Mitte verschafft mit dem Erdskill, mit dem er so ein bisschen probiert hier zu zonen. Allgemein orientiert sich jetzt hier alles Richtung Mitte, mit Ausnahme der beiden, die die Close Points gecaptured haben. Ja, wir haben aber anscheinend doch keine Attacke auf den Farpoint von beiden nicht. Entico wollte nochmal kurz vorbeischauen. Der Warrior wurde, glaube ich, gesehen, wie er in Richtung Beach lief, hat sich dann aber dazu entschieden, sich lieber dem Midfight anzuschließen. Lässt natürlich jetzt hier die Henge offen, aber auch nicht wirklich Decap-Versuche, denn wir haben Venom aggressiv hier in einem 1v1 gegen Intigo kurzzeitig. Wir haben schon den Elite Fire Elemental hier von Intigo oben. Also direkt ein guter Start, auch ein bisschen schönes Damage reinbekommen. Aber sieht so aus, als würde sich hier Accidentally Famous eher nur auf den Farpoint konzentrieren. Wir haben gesehen, dass sich alles aus der Mitte entfernt hat. Allerdings zieht Fox Force 5 mit. Haben wir so ein bisschen das 2v2 jetzt in der Mitte, weil Truck zurückgekommen ist, um auszuhelfen. Und ansonsten konzentriert sich halt hier alles an der Mine. Der sehr defensiv Avu, der hat ja lange Zeit auf dem Erdwerk gestanden und jetzt allerdings wieder Richtung Mitte aufgebrochen ist, weil er den Call bekommen hat, drei Leute an der Mine. Aber in der Zeit, in der drei Leute an der Mine waren, konnten sie halt verschieben und das überrennen. Jetzt haben wir nur die offene Henge und da ist Drenner direkt auf dem Weg dahin, um sich den Decap zu holen. Der ist offen. Wir haben Venom, der jetzt momentan zurückfällt, aber der wird nichts mehr gegen den Decap machen können. In der Mitte jetzt aber immer noch Sparda down. Er kriegt den Stomp. Zwei Leute nur noch übrig. Immer noch vier von Oops auf dem Punkt. Sie könnten das schnell beenden, wenn sie den Druck hinbekommen. Aber sie müssen jetzt auch Josh abziehen, um hier wirklich was gegen den doch in dem 1v1 gerade sehr, sehr starken Thief zu machen. Ja, wird sie jetzt allerdings nicht mehr ganz so leid haben hier gegen Deep und Elementalist. Das heißt, wir haben sowohl den Damage als auch so ein bisschen den Sustain hier mit am Start. Allerdings macht er das sehr, sehr schön, nutzt hier vollkommen das Shadow Refuge aus. Könnte da aus der Sache rauskommen? Ja, stimmt nicht am Gift. Geht jetzt Stealth aus der Nummer raus und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Move hier gewesen. Der Decap hat Fox Force 5 geholfen, leichte 10-Punkte-Führung. Und es gab halt wirklich keinen Moment, in dem Oops hätte die Mine attackieren können, weil halt der Respawn aus der Mitte immer wieder direkt da herausgekommen wäre. Und demnach kein großer Angriffspunkt. Stattdessen hat wirklich dieser Kampf um die Mitte, den sie zwar rein von den Storms her gewinnen, aber dadurch, dass der Close Point lange, lange Zeit Decap war, hatten wir halt wirklich keinen großen jetzt Vorteil. Soll daraus von Accidentally Famous hier dieselbe Idee kommen. Wir haben Avo auf dem Punkt. Da wird probiert, oh, das runterziehen. Er hat, glaube ich, ein bisschen zu früh gedodged, oder? Nein, das ist doch daneben gegangen. Und da kommt der Decap hier, Killer, der Engineer, nicht rechtzeitig auf dem Punkt. Wir haben jetzt aber auch noch Sparda, der sich zurückzieht. Und sie gehen aber sehr sicher direkt drei Leute abgezogen. Das könnte theoretisch wieder das Opening in der Mitte bedeuten, das Oops braucht, um sich hier durchzusetzen. Es ist wieder 2 gegen 4. Werden Fox Force 5 das nochmal so lange aushalten? Sie macht die Frage gerade eine sehr, sehr gute Manier hier, wenn wir mal auf die Live-Sachen schauen. Josh musste sich zurückziehen, Avu ist da hinten auf natürlich, oh, sehr gut in einem 2v1. Ja, er hätte hier die Chance gehabt, auf jeden Fall das 2v1 zu gewinnen. Jetzt vielleicht mit der Unterstützung Off-Point von Kex. Gestorben, Kex kommt nochmal rein, um den Rest anzusetzen. Wir haben den Damage durch die gestohlene Ability vom Thief und das ist ein bisschen zu viel für Kex hier wirklich. Aber er könnte theoretisch, wäre Kita nicht wieder zurückgegangen auf den Punkt, hätte er dann noch den Decap ein bisschen halten können. Jetzt momentan, in der problematischen Situation mit nur noch durch den Stomp auf Truck. Also Fox Force 5 hier jetzt wirklich mit den zwei Leuten dann zurückgekommen, lang genug ausgehalten, einen dritten dahin verschoben und damit Probleme für Accidentally Famous bereitet. Ja, die Mitte ist ebenfalls gerade am Brennen, wenn wir uns das hier anschauen. Venom da wirklich alleine gegen... Die Mitte meinte ich. Achso, du warst die ganze Zeit auf der Main. Okay, jetzt hast du mich verwirrt. Auch nicht schlecht. Okay, wir haben in der Mitte die Situation... Venom alleine gegen 2 kriegt jetzt ein bisschen Unterstützung von hinten. Das könnte sich hier vielleicht noch mal ein bisschen für Oops verschieben. Auf der anderen Seite haben wir den Fight an der Mine, also der Close Point von Oops, komplett in Ruhe gelassen. Stattdessen hier wirklich der Versuch der von Accidentally Famous. Der Cap gerade an der Keep ist sehr weit. Wir haben da jetzt nur noch Fantastic und Sparda da drei Leute wieder von Accidentally Famous. Aber sie kriegen auch immer ganz gut Damage ins Gesicht. Ich meine, okay, Josh ist ein Dieb, wenn der einmal da ist, dann
Jetzt kann er schon haben ganz gut wir AE bekommen. Den Midpunkt gecapped hier für Fox Force 5 und so wie es aussieht, den eventuellen 3-Cap in wenigen Sekunden, denn außen gab es den Angriff vom Dieb von Sindranner, der hier das Erdwerk übernommen hat und jetzt im 101 gegen Josh hier antreten muss. Das ist ein Dieb 101. Das heißt, es könnte sich eine Weile hinziehen. Allerdings ist es schwer, mit einem Dieb einen Punkt wirklich zu verteidigen durch diese häufigen Dodges und was alles damit so einhergeht. Und mit der Unterstützung von Venom sollte das hier Josh relativ schnell regeln können. Oh, in letzter Sekunde noch rausgeschafft. Hat er ein bisschen Healer bekommen, hat sich aber auch direkt in weitere Leute von Accidentally Famous geportet. Josh ist noch da, um den Job zu beenden. Fantastics jetzt mit dem Restversuch, aber ich glaube, das ist zu viel Damage. Der 4 kommt nochmal ran, damit sollte der Stomp safe sein. Aber eine sehr, sehr gute Ausgangssituation hier für Fox Force 5. Intigo hält gegen zwei Leute noch ziemlich lange hier gerade. Die Mine bekommt jetzt ein paar Probleme, aber wir haben an der Seite noch Kid. Irgendwas? du bist mit dem Namen auch nicht vier Buchstaben, warum ist das so schwierig? Weiß ich, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Das Adwerk ist jetzt erstmal geregelt hier aus der Sicht von Accidentally Famous. Fantastics gestompt, Chuck bleibt erstmal drauf, wird den Cap auf jeden Fall sicher mit nach Hause bringen. Der Angriff auf die Mitte erfolgt direkt im Anschluss. Wir sehen, Josh ist der Erste, der hier auftaucht. Venom folgt ihm gleich. Haben wir dann 1-on-1 gegen Sparda. Das wird auf jeden Fall für den Warrior hier eine unangenehme Situation in der Mitte. Und dementsprechend der mögliche Punkt, an dem jetzt Accidentally Famous angreifen sollte, denn der Fight rund um die Mine ist gescheitert. Wir haben Awu da als erstes Opfer, das so ein bisschen gestompt wurde. Kex als Bunker Guardian konnte sich rausziehen und wird sich jetzt hier Richtung Mitte orientieren. Und wir haben direkt wieder die Aggressivität. Es wird gesehen, die Leute sind an anderen Punkten. Somit Sindrenner. So schwierig ist das doch nicht. Was ist denn heute mit mir los? Mit dem Decap auf der Hench wieder und will sich anscheinend auch den Cap holen. Da wird aber Awu ihm versuchen, etwas dagegen anzurichten. Könnte aber mit einem guten Immobilize theoretisch noch was werden. Ja, da wird direkt der Sprung drauf gemacht, aber mit dem Cap wird das nichts mehr. Er will sich aber in das 1v1 stürzen. Es könnte durchaus unangenehm werden hier gegen Awu, scheint es aber bisher relativ gut rauszuspielen. Währenddessen ticken die Punkte für Fox Force 5, zwei gecappte Punkte gegen einen Decapten. Also wirklich überhaupt kein Punkte-Income aktuell fürs blaue Team. Dementsprechend auch die Führung 296 zu 160. Das ist schon ein hohes Brett hier auf Niflhelm. Natürlich haben wir Möglichkeiten, um wieder ins Match zurückzukommen. Ein guter gewonnener Teamfight, ein schneller Cap und vielleicht eine Creature hinterher. Aber dazu muss es erstmal kommen. Und so wie es aussieht, macht Sindranner hier einen extrem guten Job gegen Awu. Wo ich vorhin noch sagte, das könnte unangenehm und eng werden für ihn, sieht es bisher eher unangenehm und eng für den Warrior von Accidentally Famous aus, der jetzt die Unterstützung bekommt. Ja, kann es aber auch so. Also er hat das wirklich sehr gut gemacht, aber es ist nun mal so, wenn die, obwohl da als Sword Dagger hat er noch ein bisschen mehr Ausweichmöglichkeiten. Aber im Normalfall Deep Warrior, wenn der Warrior einen Fehler macht, okay, hat er noch ein paar andere Chancen. Wenn der Dieb einen Fehler macht, ist er tot. Also auch wenn es sehr knapp aussieht, das kann sich in Sekunden umdrehen. Und währenddessen, wir haben die Mine komplett undefended. Eine mögliche Chance, um eventuell Josh dahin abzuziehen und einen schnellen Decap anzubringen. Es sieht aber eher so aus, als würde sich jetzt hier ein Teamfight in der Mitte entwickeln. 5 gegen 5, weil von beiden Seiten halt wirklich hier aggressiv angegangen wird. Jetzt haben wir Josh, der rübergeht Richtung Mine. Ja, nämlich gehört, hat allerdings Kida direkt hinter sich. Und das könnte, er wird schnell genug sein. Er hat das Basil Venom aber schon ready. Also die Frage ist, wird er das doch schon? Er hat es geblockt, sehr schön. Aber der Decap kommt trotzdem noch durch. Und er stürzt sich wieder in das 1v1. Also er ist da wirklich, Josh hat da Vertrauen in seine Deep-Fertigkeiten. Ja gut, er hat Awu hinter sich. Und da würde ich mich, in das 1v1 stürzen. Weil auf der anderen Seite jetzt auch wieder der Decap von Sindrenner. Ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Hey, in der Mitte sieht es aber immer noch gut für Fox Force 5 aus. Jetzt habe ich Probleme mit dem Thema. Sie haben Venom aus dem Spiel hier genommen. Jetzt ist es wirklich dieses Bunker Guardian Duell bzw. Bunker Guardian gegen Warrior, was man eigentlich aus Sicht von Accidentally Famous nicht haben möchte, denn alles um Bunker Guardian ist in Teamfights sehr, sehr wichtig, kann eine tragende Rolle spielen und der sollte eben nicht da in einem 1-on-1 gegen den Warrior vergeudet werden. Wir sehen jetzt auch, wird derjenige sein, der außen Awu zur Unterstützung kommt. Intigo und Kida sind da, um die Mine wieder zurückzuerobern. Das wird der Bunker Guardian definitiv schwerer gestalten. Währenddessen immer noch der kleine Fight hier auf dem Erdwerk. Da hat sich gerade eben Sindranner rausgezogen, lässt
den Bunker Guardian hier ganz allein zurück und jetzt muss Accidentally Famous reagieren. Entweder den Spike auf den Guardian, der scheinbar nicht funktioniert hat, oder man rotiert selbst weg und lässt es hier in einem gedecapten Kampf. Das hilft aber dem blauen Team nicht wirklich, denn wir sehen, der Rückstand wird immer größer. Vielleicht auch deswegen jetzt der Angriff hier auf die Mitte. Wenigstens den Decap rausholen, wenigstens keine Punkte mehr für Fox Force 5. Das muss jetzt die Devise sein. Aber das ist spätestens mit dem Teamfight hier an der Main endgültig gescheitert. Ja, damit haben sie dann den Punkt bekommen. Den lassen sie sogar noch offen. Also da ist theoretisch die Chance, wieder in den Decap zu landen. Doch, Killer zieht sich zurück. Wird da einfach drauf stehen bleiben, weil das sichert den Sieg hier wirklich ab. Sie haben einen riesigen Vorsprung jetzt schon aufgebaut, über 250 Punkte, die jetzt schon da mehr auf dem Konto von Fox 4 5 sind und behalten die Kontrolle. Wir haben Deep Elementalist Duell jetzt wieder noch auf einem gedecapten Punkt. Ups müsste jetzt wirklich überall gleichzeitig angreifen und das werden sie nicht schaffen. Sie werden zumindest ja, nicht so schnell den, sie probieren auch überall gleichzeitig anzugreifen. Ja, aber das größte Problem aus der Sicht von Accidentally Famous ist halt wirklich, dass sie die Teamfights nicht gewinnen. Und zwar sehr, sehr deutlich. Wir hatten teilweise 3 gegen 2 oder sogar 4 gegen 2 Situationen, die lange gedauert haben, bis sie wirklich entschieden waren. Hier zum Beispiel, bestes Beispiel war das Duell am Erdwerk gegen den Bunker Guardian. Sie saßen zu dritt auf dem Bunker Guardian und er fiel einfach nicht. So lange, dass sie gesagt haben, okay, wir lassen den Punkt jetzt decapped. Und kümmern uns lieber darum, dass wir den nächsten Punkt ebenfalls decap bekommen. Das heißt, sie haben den Bunker Guardian nicht down bekommen, sie haben die Teamfights nicht gewonnen. Und dann hilft es auch nicht, dass da mal die eine oder andere gute Rotation kam, weil halt wirklich diese Decaps, diese ganz, ganz schnellen, kurzen Decaps von Syndranner den Unterschied gemacht haben, was die Rotation angeht, plus halt diese Schwächen in den Teamfights. Ja, die waren ein Teil der Rotation. Aber was zum Beispiel eine Sache war, ich hatte ja angemerkt, da noch mit dem Gedanken, das ist eigentlich negativ, weil sie ein bisschen overcommitted haben. Sie haben teilweise 3 Leute zum Close Point geschickt, um gegen einen zu verteidigen, wollten das aber einfach nur schnell genug weghaben, schnell genug rausräumen und es hat halt geklappt. 4 Leute von Ups haben es nicht hinbekommen, auf der Mitte 2 Leute klein zu kriegen. Ja, das ist das, was ich meinte, diese unheimlich schwachen Teamfights von Accidentally Famous. Und wenn das in diesem Match nicht besser wird, dann sehe ich wirklich schwarz. Dann hilft es nicht, dass sie theoretisch einen guten Gedanken dabei haben, dass sie Überzahlsituationen forcen, wenn sie diese Überzahlsituationen halt überhaupt nicht gewinnen können. Ja. Wird sich zeigen, wie das jetzt hier läuft. Hier, also theoretisch ist Durchhaltevermögen auf Vorfeuer eigentlich noch ein bisschen wertvoller. Ja, eigentlich schon. Dementsprechend, es ist die Snowball-Map. Und das könnte sowohl gefährlich für Fox Force 5 werden, als auch, und davor habe ich aktuell mehr Angst, für Accidentally Famous. Wenn man hier im Teamfight relativ zügig gewinnt, und das ist momentan eher auf der roten Seite der Fall, dann kann man daraus relativ zügig auch direkt den nächsten Angriff starten. Heißt, man schafft womöglich 2 Teamfights, bevor der Respawn wieder da ist. Und das ist das, was man haben möchte. Man möchte relativ zügig Capture Points bekommen, die dann, weil sie alle in einer Linie liegen, wie Blue das, glaube ich, gerade so schön malt. Ne, war ich. Ach, das warst du, okay, perfekt. Ich hatte die Hoffnung, dass Blue das auch machen würde, deswegen habe ich das einfach immer so in den Raum geworfen. Also die Capture Points liegen nah beieinander, heißt, man kann mit einer Person auch gerne mal 2 Punkte zumindest im Blick behalten und sagen, okay, Ink auf Close, ich gehe zurück, irgendwer anders Richtung Mitte. Aber in dieser Zeit hatte man halt diese 4 gegen 3 Situation am gegnerischen Punkt oder wie auch immer man das aufteilt. Und dementsprechend einfach die Überzahlsituation. Also, das, was eigentlich Accidentally Famous haben möchte, aber was sie einfach nicht erfolgreich umsetzen können. Setup-technisch, wenn wir mal kurz drauf gucken, haben wir, der einzige Unterschied ist eigentlich Necro und Engineer. Das ist der eine Unterschied, den wir hier in dem Setup haben. Sonst bildmäßig auch sehr, sehr nah aneinander alles. Wir haben hier und da ein anderes Amulet. Aber letztendlich sind sie nah beieinander. Wir haben aber dann doch gesehen, also gerade... Ich kann mir gut vorstellen, dass das hier erstmal auf 2 Punkte gespielt wird von Fox Force 5. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass Accidentally Famous direkt auf 3 Punkte eröffnet, in der Hoffnung, dass sie hier relativ zügig die Kontrolle bekommen. Und ich glaube, das könnte sogar zum halt Nachteil machen. Werden. Also ein guter Opener könnte es halt hier wirklich ändern.
Wir werden sehen, wie das Ganze aussieht. Wir schauen jetzt in den Split. Blaue Seite immer noch Accidentally Famous. Auf der roten Seite haben wir Fox Force 5. Und es sieht wirklich so aus. Sie gehen mit 4 Leuten zum einen Close Point, wie wir gesagt haben. Nur der Elemental ist Richtung Mitte und Accidentally Famous eröffnet auf 3 Punkte. Gut aus der Sicht schon mal, dass sie ihren einen Close Point schneller unter Kontrolle haben, als das auf der roten Seite der Fall sein wird. Oh. Schlecht, weil Josh hier in eine absolute Falle läuft. Nach dem Motto, it's a trap, du wirst da wahrscheinlich nicht rauskommen, junger Dieb. Er kann auch dodgen, nicht mit der Hilfe von aber Truck. Er kann dodgen und kommt da wirklich raus. Es war knapp, aber es war erfolgreich. The dodge is strong in this one, würde ich sagen. Und er zieht sich da jetzt mit Brennen noch so gerade eben Richtung Mitte nochmal im Stealth und zieht sich jetzt ganz nach hinten zum Punkt raus. Das war gut. Das war der Opener, den vielleicht hier sogar Accidentally Famous gebraucht hat. Hätten wir den Stomp auf Josh gehabt, dann wäre es die ganz, ganz leichte Führung fürs rote Team gewesen. Das, was halt in so einem defensiven Opener durchaus schnell passieren kann. Und jetzt haben wir eigentlich eine relativ ausgeglichene Situation. Jeder einen Punkt plus der große Teamfight in der Mitte. Bisher noch keinerlei Anstalten von einem Team auf den Close Point des anderen zu gehen. Wobei hier Accidentally Famous deutlich tiefer steht. Ja, wir sehen das hier, der Nekromant rückt bis an die Kante oben ran, Truck. Jetzt auf der anderen Seite ist auch der Elementalist ein bisschen in die Richtung nachgerückt. Das heißt, wir haben die vollen 10 Leute gerade um den Mittpunkt herum und vom Teamfight her läuft das wieder in Favor für Fox Force 5. Wir schauen auf die Lebenspunkte von Truck, der geht gerade down. Es wird instant zum Safe Storm angesetzt. Fantastics hat hier Stability mit dabei und den wunderschönen Leyline Finisher. Und dementsprechend gibt es die ersten Punkte für Storms. Decap geben. Josh ist hier gerade auf dem Quarry. Kidder wird der sein, der probieren muss, hier rechtzeitig ranzukommen. Oh, und da trifft jetzt auch noch das Basic Venom. Somit ist der Decap dadurch. Und wenn wir von vorherigen Anzeichen ausgehen, wird er auch versuchen, hier den Fight zu suchen. Obwohl könnte sein, dass er in der Mitte gebraucht wird. Er ist jetzt aber auch in einer sehr unglücklichen Position. Mit Sindarer und Intico. Die jetzt, na, Intico ist wieder zurückgegangen, aber Sindarer könnte auf jeden Fall probieren, ihn hier zu catchen. Hat's nicht ja, ganz aber geschafft. Es hat wieder nicht geklappt. Also Josh macht das bisher sehr, sehr gut, kommt da immer wieder mit Stealth und ein bisschen lieber aus den Nummern raus. Und das ist das, was gerade Accidentally Famous diese 10 Punkte in Führung gebracht hat. Der erste Stomp, wie gesagt, ging auf ihr Konto. Auch jetzt sieht es wieder gut aus. Rein vom Damage her sieht das deutlich fokussierter aus von Fox Force 5. Wir sehen, Josh ist das Target, das sieht man ganz deutlich. Der ist sehr, sehr low. Auf der anderen Seite jetzt inzwischen auch Sindra so ein bisschen gecatcht hier. Aber auch er hat noch Stealth-Abilities und er geht jetzt aggressiv Richtung Waterfall und wird da wahrscheinlich den Decap bekommen. Auf der anderen Seite gerade nicht die Situation für Josh, um ebenfalls nachzuziehen. Okay, auf der anderen Seite war jetzt gerade der Elementalist doch schnell. Venom ist noch mit einem Flash auf den Punkt gekommen. Demnach hat sich der Angriff von Sindarer hier so ein bisschen erledigt. Ist verpufft. Er probiert nochmal Sindarer jetzt aber auch in einer problematischen Situation. Hat jetzt das Refuge gestellt, bietet aber gerade durch das Refuge eigentlich auch ein Target. Damit aber noch ganz gut geschafft, aus der Nummer rauszukommen. Ist theoretisch noch invisible. Könnte jetzt noch einen zweiten Versuch starten. Wir haben Ups aber zu sehr in der Defensive, um jetzt wirklich einen Decap anzubringen. Wir haben Venom noch da drauf. Der traut einem gestealthten Thief nicht. Ist meist auch eine sehr gute Idee. Josh hatte nochmal wieder was auf dem Call probiert. Da ist Killer aber direkt bereit. Er ist ganz außen rumgelaufen, aber es kam trotzdem der Call. Der Dieb fehlt und demnach ist der Engineer sehr, sehr defensiv hier geblieben. In der Mitte stand gerade eine ganze Weile nur Truck auf dem, nee, was Truck? Nein, es war AWO auf dem Punkt. Der musste sich da jetzt ein bisschen zurückziehen, nachdem er keine Cooldowns mehr hatte. Truck wäre dessen so ein bisschen das Fokus-Target am äußeren Rand. Rein von den Teamfights her hier wieder so ein bisschen in Favor für Fox Force 5. Aber man muss sagen, Accidentally Famous hält gut dagegen und profitiert halt immer noch von diesem frühen Decap. Wir sind gerade zweimal in die Guardian Wall gelaufen. Wurde derweil aber nicht gecatcht. Also da wäre dann die Möglichkeit gewesen, ihn rauszuholen. Knockdowns sind natürlich etwas, ist eine Angreiffläche. Er kann dann nicht dodgen. Fox Force 5 mit einem sehr, sehr aggressiven Versuch. Intigo und Sindranna sind beide hochgeflasht, beziehungsweise mit Teleport-Skills hochgegangen und haben versucht, dann eventuell einen Decap am Waterfall rauszuschlagen. Das ist aber gescheitert, weil Venom schnell genug reagiert hat und auch AWO noch immer in der Nähe war. Venom allerdings jetzt im Problem hier in dem Teamfight, kann sich ein bisschen rausziehen, nutzt das Terrain sehr, sehr gut, um hier den Punkt zu halten, beziehungsweise sich selbst ein bisschen hoch zu regenerieren, während AWO den Punkt hält. Währenddessen, ja, man muss sagen, Kida als Engineer steht hier deutlich defensiver und hat immer wieder ein Auge auf den Quarry, was es schwer macht,
dann würde ich einen Engage zu landen und Syndra. Oh Gott, der kommt dann eine sehr schöne Guardian Wall jetzt, um hier gerade Syndra zu retten. Da ist Josh einmal reingerannt und hat dadurch die Option gegeben für Syndra, sich hier nochmal eben kurz zu regenerieren, dann sogar nochmal selbst ein Engage auf ihn zu machen und da trifft im Stealth, das weiß er jetzt gar nicht, oder naja, weiß nicht mehr, wo er jetzt ist, dass er getroffen hat, weiß er schon, denn das Venom ist weg. Jetzt aber durchgelaufen, Josh auf dem Quarry direkt, also aus einer schlechten Situation eine gute gemacht. Wenn man in einem Fight Invis wird und die Leute nicht wissen, wo man ist, dann ist das immer der perfekte Moment, um einen Decap anzusetzen. Dann wäre dessen der Waterfall wirklich sehr, sehr unter Beschuss. Aber Accidentally Famous macht den Teamfight oder geht die Teamfight sehr, sehr entspannter, sehr, sehr viel relaxter und sehr, sehr viel besser an. Intigo jetzt hier im Downstate, sieht die Zähne da sehr, sehr schön. Spada mit bei den Restversuchen. Spada geht dabei auch fast down. Intigo nebelt nochmal raus. Wir sehen das Static Field hier auf der anderen Seite von Venom, um die beiden zu interrupten. Der Rest ist durch, Avo bleibt dran, aber zumindest der Capture Point ist sicher und das dürfte für Accidentally Famous viel, viel wert sein, die jetzt fast 20 Punkte Vorsprung haben durch diesen zweiten Decap, der vorhin stattgefunden hat. Und ja, vielleicht hat sich der Foxhorse 5 doch ein bisschen überschätzt mit der Aggression dann auf dem Waterfall, weil Oops sind in der Defensive. Ganz am Anfang hatten sie noch ein bisschen Probleme dahin zu kommen, aber durch die kontinuierlichen Angriffe auf den Punkt haben wir Oops wirklich mit einem sehr, 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 sehr starren Blick Josh immer auf den Klaus. Josh geht jetzt ganz, ganz aggressiv hier gegen Intigo. Hat sich da vielleicht diesmal auch ein bisschen überschätzt, hatte die gestohlene Warrior Ability mit dabei, aber das hat an der Stelle nicht gereicht. Muss ich da jetzt wieder so ein bisschen zurückziehen. War da auch ganz kurz davor, in eine Falle zu laufen, wirklich gelegt, so ein bisschen vom Engineer aus dem verbroten Team. Spada, gerade vom Respawn, hat die Chance, auf dem Waterfall durchzulaufen. Wenn da ein bisschen geschlafen wird von Venom, der oben auf der Kante steht und verteidigen soll. Venom ist allerdings hellwach, Spitzpass auf und rechtzeitig wieder hier am Close Point. Auch Syndra, der es versucht hat, sich mit einem Teleporter hinzubewegen, bezahlt das fast mit seinem Leben, eben weil er vom Elementalist sehr, sehr aufmerksam agiert wird. Auf der anderen Seite der Engineer allerdings genauso aufmerksam, hat schon frühzeitig den Engage von Josh außer Kraft gesetzt, wobei der auch sehr, sehr viel Damage bekommen hat. Wenn ja, ich das gerade richtig sehe. Syndra wollte da jetzt auch nochmal hin, da hatte Kidda wieder ein paar vielleicht Vorahnung, dass da irgendwas passieren würde. In diesem Fall aber nicht. Wir haben Josh immer noch in dem Fight, er ist noch nicht weitergegangen. Oh, Truck jetzt. Nicht ganz gut gecatcht. Wir brauchen eine zweite Bar in der Übersicht für Death Shroud. Richtig, Josh ist derjenige, der das gerade erwischt hat. Der hier ganz, ganz knapp aus dem Storm teleporten konnte. Ein Dieb zu resten, der vor allem Gift drauf hat, ist sehr, sehr unangenehm. Sie haben es zu zweit versucht, Kex und Avu. Es hätte durchaus klappen können. Aber der stompt dieses Mal von Foxforce 5 durch. Übrigens erst der dritte Stomp im gesamten Spiel. Oder Spada, momentan der Vorsprung, der da kommt. Wirklich hier und da ein Stomp, aber das meiste ist halt einfach durch die zwei Decaps auf den Quarry gekommen. Richtig. Die einzigen wirklichen Stomps, die wir hatten, war der Opening Stomp auf Truck, der jetzt gerade wiederholt wurde. Und dieser kleine Wipe hier unten am Waterfall. Ansonsten gleicht sich das so ziemlich aus. Josh jetzt hier aggressiv gegen seinen Deep-Kumpan gegangen. Ein bisschen daneben, der Port-Stomp. War ein Versuch, hat allerdings an der Stelle nicht geklappt. Das Gift allerdings ist auf dem Deep drauf. Und solange das Gift da drauf ist, passiert nicht sonderlich viel, ihn hochzuresen. Versucht da sowieso niemand. Dementsprechend hätte sich jetzt Venom den Stomp hier an der Stelle eigentlich auch schon fast sparen können. Wir sehen weiterhin, Kidda steht oben auf der Kante, bombt von oben runter auf den Punkt. Jetzt hat er vielleicht eine sehr, sehr gute Position, um viele Leute zu treffen. Hat sich allerdings eher dazu entschieden, runterzukommen und Intigo zu resen. Und bezahlt das Ganze jetzt mit halt dieser Möglichkeit, dass möglicherweise er seinem Leben hätte machen können. Wir haben hier jetzt gerade das Schild drauf. Das bringt natürlich nicht ganz so viel wie Cripple, aber das könnte möglicherweise reichen, um hier wirklich den Decap noch zu bekommen. Ja, es hat gereicht. Josh hat den Decap bekommen und das wird wieder einen kleinen, aber feinen Vorsprung für Accidentally Famous hier bedeuten. Und der Stomp auf Intigo ist natürlich jetzt auch nicht zu unterschätzen. Wir haben noch zwei Leute. Wir haben vorhin schon mal gesehen, zwei Leute können eine Weile aushalten, aber müssen auch nicht. In diesem Match hatte Foxhorse 5 ein bisschen mehr Probleme damit auszuhalten. Wir hatten zwei Leute auf dem Waterfall. Sie waren da vielleicht auch ein bisschen zu aggressiv. Aber man muss auch wieder sagen, ein Graveyard ist schwer zu bekommen. Selbst wenn man den Teamfight dominiert. Aber was auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich ist, war wirklich der Stomp hier auf dem gegnerischen Guardian. Jetzt haben wir eigentlich nur noch so richtig Spada auf dem Punkt drauf. Der Guardian von Foxhorse 5 ist zwar schon wieder auf dem Weg, aber es könnte zumindest bedeuten, dass wir wieder ein bisschen mehr
den Cap in Richtung Accidentally Famous bekommen. Außen wird die Tür geöffnet von Sindarana, wie du gesagt hast. Allerdings hätte er da vielleicht sich darauf konzentrieren sollen, hier Caps oder Decaps anzubringen, weil das probierte Josh gerade wieder. Kida allerdings diesmal schnell genug, zog ihn vom Punkt runter und hat sich danach sicher den Punkt wieder auf 100% gecapped. Eine Lord Rush Option haben wir natürlich immer. Das sind 150 Punkte instant. Das wäre eine Möglichkeit, hier das Match nochmal komplett auf den Kopf zu stellen. Allerdings nur, wenn sie ihren Close Point nicht verlieren, um weiterhin auf die 350-Punkte-Marke zu marschieren. Und ja, das müssen sie auf jeden Fall halten. Wir also sehen auch, dass der Ingenieur positioniert sich dementsprechend defensiv, um halt wirklich den Punkt keine Sekunde mehr herzugeben. Ja, er bleibt einfach drauf. Josh hatte da jetzt auch gerade noch einen Blick drauf und geht aber wieder weg. Ja, also wir haben auf jeden Fall, wenn nicht noch etwas ganz, ganz Komisches passiert, werden wir hier die 350 Punkte als erstes für Accidentally Famous haben. Aber jetzt wird schon der Lord Rush gestartet. Jetzt wird anscheinend, aber wir haben noch einen offenen Quarry. Also theoretisch könnte Josh damit, naja, Kida sieht ihn. Wenn er da den Decap bekommt, dann wäre der Lord Rush natürlich besonders gefährlich. Das wird aber anscheinend nicht der Fall sein. Wir haben das Fiery Great Sword bei Intigo mit drauf, was bedeutet, Lord kann um einiges schneller gelegt werden damit. Wir haben schon teilweise gesehen, wie schnell das geht. Und ja, jetzt sind sie hier drauf mit nur zwei Leuten. Und wir haben auch schon direkt zwei Leute in der Defensive. Es wird alles in die Ecke gezogen. Das Fiery Great Sword macht den Job, aber momentan ist da auch zu viel Support an der Seite. Und wir bekommen den starken Damage auf Intigo. Wir bekommen den starken Damage auf Sindere. Und wenn das Damage Potenzial weg ist, dann wird das auch mit dem Lord-Kill nichts. Na, Sparda ist jetzt noch mit dabei, aber er alleine wird definitiv hier nicht den Unterschied machen. Der Lord ist auf nahezu, ja gut, auf 70% der Lebenspunkte, hat noch seinen Heal, die meisten Oh, aber jetzt wurde gerade Sindera wieder hochgeholt. Wir haben Intigo am Leben. Sparda ist damit beim Helfen. Jetzt kam der Heal einmal durch und das ist natürlich ein starkes Stück, der jetzt noch drauf. Wir werden aber, so wie es aussieht, auf jeden Fall noch die 350 Punkte für Fox Force 5 da sehen. Und wenn dieser Lord noch down geht und es dauert, aber es sieht so aus, als würden sie das noch schaffen. Ja, sie müssen halt wirklich aufpassen, dass sie ihren Lord da an der Stelle nicht verlieren. Es sind jetzt auch vier Leute vom roten Team und vier Leute vom blauen Team hier in der Base. Jetzt wird es wirklich knapp und damit haben wir sie jetzt auf 486 Punkte. Es ist nur ein Cap da, aber der wird reichen und da haben wir Fantastics drauf. Wenn er da bleibt, wenn er jetzt nicht aus irgendeinem Grund plötzlich von einem Blitz getroffen wird, wird das Game somit an Fox Force 5 gehen durch diesen Lord Rush, den wir gerade gesehen haben, der sich hingezogen hat, aber letztendlich dann doch noch geklappt hat. Da war die Gegenwehr nicht genug. Es sah am Anfang sehr, sehr gut aus, auch mit den Heals. Also, sie haben vor allem den Fiery Greatsword Burst überstanden, aber dann schlussendlich diese Kontinuität, der dauerhafte Druck, der da auf den Lord gemacht wurde, da scheint irgendwann einfach diese magische Grenze gebrochen worden zu sein, in der Lord blitzschnell down ging. Gut, wir haben natürlich hier sehr, sehr viele Damage-Optionen. Wir hatten Zustände, die getickt haben, Gift, Brennen bis zum geht nicht mehr. Und das alles zieht halt auf Dauer. Und nachdem der Heal vom Lord selbst raus war, fehlt halt so ein bisschen dieser letzte Rückhalt. Das ist immer so dieses Wissen, okay, wenn er unter diese 40%-Marke fällt, dann hält er sich nochmal ein bisschen hoch. Aber wenn er hier erstmal draußen ist, fehlt so ein bisschen dieses Sicherheitsgefühl.